Dann spielen wir ein bisschen Fußball. Das wollte ich schon immer mal mit einer Silbermedaillengewinnerin Fußball spielen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inseldenker. Wie ihr seht, der Himmel ist blau, die Frühlingsblumen sind aus dem Boden gekommen. Vor wenigen Wochen waren noch Olympische Winterspiele in Pyeongchang. Und erst vor einer Woche sind die Paralympics dort zu Ende gegangen. Wir wohnen ja hier am schönen Bodensee und in Radolfzell wohnt eine Sportlerin, die hat 2 Goldmedaillen geholt im einbeinigen Skifahren. Und das ist Annalena Forster. Die war ja auch schon vor 4 Jahren dabei in Sotschi und damals gab es 1 bronzene und 2 Silbermedaillen. Und sie war im Anschluss direkt an die Olympischen Spiele damals bei uns in Konstanz in der Show Konstanzer Welten und ich hatte die Möglichkeit, sie zu interviewen. Ich möchte euch dieses Interview gerne zeigen, da erfahrt ihr, wie es dazu kam, dass sie überhaupt so gut Skifahren kann, wie es ihr in der Schule gegangen ist, wie sie es geschafft hat, ganz normales Abitur zu machen und auch übrigens, dass sie noch andere Sportarten kann. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß bei meinem Interview mit der jetzigen 2-fachen Goldmedaillengewinnerin Annalena Forster. Eine von 3, ne? Genau, ja. Wow. Also ich habe noch nie mit einer Olympiasiegerin gesprochen. 1 von 3 Medaillen, Silber 2-mal genau. Und 1-mal Bronze. Ja. Wahnsinn. Als ich das gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie macht man das überhaupt? Also da ist man ziemlich schnell, oder? Wie schnell ist man da so grob? Ja, also bei der Abfahrt hatten wir 104 km/h drauf. 104? Ja. Okay. Und zwar auf diesem Gerät? Genau, auf dem Monoskigerät, ja. Wie funktioniert das eigentlich? Also wie lenkt man da jetzt? Also das meiste müssen wir eben aus der Hüfte und aus dem Oberkörper machen. Also in die Kurven gehen wir, indem wir in die Hüfte gehen. Und das kommt dann natürlich auch wieder auf den Grad der Behinderung an, wie gut man das machen kann. Aber so, das kann man so grob sagen. Okay, mit der Hüfte. Genau, mit der Hüfte. Das ist wie so ein großer Skischuh und dann fällt man tatsächlich nur auf einer. Und dann hat man aber noch 2 in der Hand und mit denen kann man dann helfen oder wofür genau, hat man die? Genau, also die Krückski sind da zum Stabilisieren, also nicht direkt zum Fahren und zum Lenken, sondern einfach nochmal, dass man ein bisschen mehr Stabilisation hat. Wann haben Sie angefangen damit? Also ich habe mit 6 Jahren angefangen, also 2001 und 2006 war ich dann im Nachwuchsteam und seit 2 Jahren jetzt ungefähr im Nationalteam. Was heißt das Nationalteam? Also wie muss man sich das vorstellen, so eine Vorbereitung auf Paralympics? Ja, also es war jetzt schon sehr intensiv seit letzten Sommer. Also Sommertraining ist natürlich auch sehr wichtig. Das heißt, was trainiert man im Sommer? Ja, Ausdauer, Krafttraining. Ja, Pumpen. Genau. Ja, Radfahren. Macht natürlich auch nicht. Ja, genau. Ist halt Eigendisziplin, weil man es ja zu Hause machen muss, aber... Ja, macht zwar nicht immer Spaß, aber... Wie viele Tage die Woche, wie viele Stunden am Tag? Also schon 6 Tage die Woche und dann halt so 2 bis 3 Stunden am Tag schon. Ja. Training, im Sommer? Im Sommer, ja. Und dann, wenn dann der Schnee da ist, was machen wir dann? Also wir gehen meistens so ab September, dann gehen wir das erste Mal in die Skihalle und dann geht es im Oktober weiter auf den Gletscher nach Österreich, Italien, Schweiz, also... Das wird dann schon recht intensiv ab Oktober, da sind wir dann 4 Tage immer auf dem Gletscher, dann wieder 3 Tage zu Hause. Also ja, waren wir schon recht viel unterwegs. Ganz schön was los. Und daneben haben Sie oder davor haben Sie Abitur gemacht in Radolfzell? Ja. In Radolfzell? Genau, richtig. Ich habe letztes Jahr in Radolfzell Abitur gemacht, habe dann mir erstmal ein bisschen Zeit genommen, um eben mich für die Paralympics vorzubereiten und möchte jetzt dann im Herbst anfangen mit Studieren. Was? Psychologie wahrscheinlich, ja. Oh, dann haben Sie wahrscheinlich ein ganz gutes Abitur gemacht, kann das sein? Das jetzt nicht unbedingt. Okay, aber Psychologie? Genau, ja, also wir kriegen da als Leistungssportler und als Behinderter kriegt man da so einen kleinen Bonus, wenn man eben studieren möchte, weil man hat ja davor nicht die Möglichkeit, so sich auf die Schule zu konzentrieren wie jetzt jemand anderer. Oh. Sie waren in Radolfzell auf dem... Hecker-Gymnasium? Genau, Friedrich-Hecker-Gymnasium. Wie ging das? Ich meine, man kann ja nicht einfach in jedes Gymnasium mit dem Rollstuhl reinfahren. Und also bei uns kenne ich wenige, die da gerecht wären jetzt. Ja, also es war, die haben Gott sei Dank dann einen Aufzug reingebaut im Gymnasium, weil eh noch ein kranker Lehrer da war und von dem her hat sich das eh angeboten. Und ja, im Sport habe ich auch ganz normal alles mitgemacht. Ja, es war eigentlich nichts Besonderes, ja. Genau. Ging alles gut? Ging alles gut, super, ja. Ich habe auch mal in der Fußballmannschaft mitgespielt, muss man sagen. Also, Fußball? Ja. Wie spielen Sie Fußball?
Ich habe meine kleinen Krücken hier dabei und dann kann ich aussteigen und hüpfen sozusagen. Haben wir einen Fußball da? Hey, zufällig haben wir einen Fußball. Hey, Wahnsinn. Das würde ich jetzt doch mal gerne machen. Hier. Ich meine, mit meinen schönen Schuhen müsste das doch funktionieren. Dann spielen wir mal ein bisschen Fußball. Das wollte ich schon immer mal mit einer Silbermedaillengewinnerin Fußball spielen. Hey. Ja. Ui, ups. Das geht aber ziemlich gut. Vielen Dank. Wow. Klasse. Cool. Ja, ging alles. Super. Das heißt, Sie können auch eben über Treppen oder andere Hindernisse auf diese Weise mit diesen Minikrücken genau, die überwinden. Das ist mein Glück, dass ich da noch recht mobil bin, ja. Sehr cool. Sie haben das ja von Geburt an, auf der einen genau. Seite keins, auf der anderen Seite das kleinere Bein. Ja. Wie ist die Entwicklung von dem Kind, also was ja nicht gleich einen Rollstuhl haben kann, wie funktioniert das bei Ihnen? Also ich hatte auch von klein auf Prothesen, eigentlich bevor ich einen Rollstuhl hatte, also beidseitig Prothesen. Mhm. Die ziehe ich jetzt mittlerweile aber nicht mehr so oft an, weil ich mich einfach nicht so wohl drin fühle und nicht so mobil bin wie jetzt mit dem Rollstuhl oder mit dem Krücken. Okay. Also ich bin früher eigentlich immer entweder auf dem Boden rumgerutscht oder mit Krücken oder genau. Aber stehen ging eben und diese ganzen Sachen gingen mit den Prothesen dann eben ganz gut. Genau, ja. Okay. Ja. Wohin geht die Reise? Was ist Ihr nächstes sportliches Ziel? Ja, also bei uns steht jetzt nächsten Februar, also nächstes Jahr, die WM an in Kanada. Da werde ich natürlich auch wieder drauf hin trainieren jetzt erstmal. Und ja, in 4 Jahren dann die nächsten Paralympics. Die nächsten Paralympics? Und vielleicht nochmal 4 Jahre später, oder? Wäre auch ja, noch möglich. Schauen wir mal, wie es läuft. Auf jeden Fall mal 2018 in Südkorea. Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, gerne. Annalena Forster. Dankeschön. Tausend Danke. Dank. Ja, ist doch wirklich eine tolle Sache, die Annalena aus Radolfzell mit 2 Goldmedaillen jetzt inzwischen aus Pyeongchang zurückgekehrt. Ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen. Wenn ja, dann lasst mir auf jeden Fall ein Abo hier und kommentiert fleißig unten. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal auf diesem Kanal. Bis dahin, euer Inseldenker.